Was ist der da drum? Nächste Haltestelle? Windows. Volkssiedlung. Ach, zu viel Sonne. Der bootet jetzt halt sein System wieder hoch. Was Spezielles für unterwegs, ey, was jetzt auffällt. Ich glaube, mit einer komischen Osmo Pocket Kamera mache ich mir das alles in die Jachla. Für die meisten Fälle. Jetzt so in der Brandzone gestanden. Sagen wir es Mitte sowieso besser. Ja, ich sagte, und kürzer glaube ich ist das auch nicht. Das ist deutsch, weil du läufst den Weg vor und den gleichen Weg läufst du wieder zurück. Ich glaube, das hat aber schon irgendwas gebracht, dass ich meine Kamera gereinigt habe. Gut, es wird dann wahrscheinlich sowieso noch mit Schärfefilter etwas gemacht. Aber gut. Aber wenigstens wieder ein bisschen neuwertiger. Das ist der Store, das, der da wirklich an jedem Baum halten muss. Und die ganzen anderen. Letzte Kurve. Dann geht's nur raus. Steigen ja eh schon wieder gleich. Wir wollen jetzt mit dieser Drohschelle raus. Thank you.
Alter, kann ich mal aufhören, da hinten zu schnulzen? Nee, Gesinge. Wir gehen da hinten raus. Baustelle ist auch irgendwie so komisch schon. Ja, doch, ja. Berliner Flughafen oder wie? Ja, ich weiß nicht, wenn du jetzt abends um 5 Uhr fährst und du stehst 5 Stunden im Stau. Einsteig die Scheiße, da behinderst du ja. Du hast eigentlich da einsteigen da aus. Damit es zügig geht. Flexibus ist halt auch schon wieder vorbei. Ja, die ist auch nicht. Ich hatte, glaube ich, sogar einen Omsi an den gefunden, der so bei den Flexibus fährt. Werbung. Aber ich weiß nicht mehr welcher, ich glaube, das war der Setra, glaube ich. Ein Omsi. Mal gucken, ob ihr mal einsteigt. Ja, jetzt an der Industrie. Das ist eh nur eine lästige Ampel. Ja, wie soll ich mit der kleinen Baustelle? Da kannst du hingehen, nicht gehen, wo du willst, wie war es eine Baustelle? Danke, wir reißen es auf. Wurde immer schlimmer mit der Baustelle. Ich merk's. Vielleicht steigen die Ballerei. Jetzt sind wir doch durch den Ballerei. Wegen zwei Personen, aber egal. Ja, aber wenn die da rein wollen und du gehst raus, dann ist Stau oder? Lauf, bevor der Ballerei wieder zumacht. Ja, da steigen noch mehr Leute aus. Und wenn wir die Ansehen sind. Das war dann natürlich der Fokus nicht scharf. Oh je, hoffentlich schafft der Akku das heute noch, sonst muss ich bis zur Not das andere Handy nehmen dann später. Ach, zu spät, egal. Nur das Glum. Toll, jetzt haben wir vielleicht keinen guten Platz. Das war natürlich jetzt wieder schlecht. Schön der rückwärts. Was ist halt los jetzt wieder für bestimmte Zwecke schlecht? Ich glaube, seitdem ich die Linse gereinigt habe, ist wirklich besser. Muss ich sowieso dann später beim Nachbearbeiten eh dann nicht mehr die Originalqualität ist, aber bessere Schärfe. Ich bin auch sehr viel.
Scharf. Nächste Haltestelle, Herbersdorfer Straße. Wir wollen einfach keine Autos filmen, keine Autofahrer zu fixen. Und Schilder auch nicht unbedingt. Das ist besser. Sichtbar wenigstens wieder was. Bessere Qualität vor allem. Eigentlich ist es wurscht. Noch ist Hauptsache mal gedrückt oder man kann aussteigen.
Das sieht er ja dann nochmal, alter Mensch, oder einer mit Kinderwagen aussteigt oder nicht. Geht halt am schnellsten, ist bequemer, wenn man gleich einen Knopf da hat, ne? Ist ja kein Notknopf. Ja, eben, wahrscheinlich. Den Notknopf sollte man nicht drücken. Gegen Fahrschule ist ja nichts dagegen, wie der da heizt. Also nicht der Bus, sondern der Motorrad. Lol. Ach, scheiße, jetzt habe ich natürlich den Ausschnitt versaut. Ach, die... Display, den kriegen wir sogar mal schön drauf. Dann flackern die immer so. Wow. Ah, ja, sag ich doch. Wenn ich den Zoom rausgeht, flackert's, aber so geht's noch. Ich kann da nichts dafür, wenn die scheiß Ampel jetzt wieder hier die, ne? Jawohl! Jetzt kommen natürlich wieder die Autos. Ach. Wenn ich jetzt ausnahmsweise mal bei Rot dann. So verschmutzt. Zum Glück sieht man das ja auch im Video so. Nächste Haltestelle. Ach, nicht schon wieder. Haltestelle am Rangierbahnhof.
Lotus Dirty. Mal gucken, dass man sich den Lotus holt, ey. Der wäre echt mal nice. Lotus, der Straßenbahn-Simulator sowieso. Die Münchner hat ja den guten Sound von unseren Nürnberger, das ist ja das Gute. Nächste Haltestelle, Trafogarten. Nur auf meinen Laptop halt funktionieren und laufen. Und das hat schon wegen was Neueres ist. Ne? Das ist auf dem i5-Prozessor nicht so gut mehr läuft vielleicht. Aber müsste eigentlich noch. Aber die i7 wäre wirklich schon langsam vielleicht mal nötig. Noch zu teuer, weil er noch zu neu ist. Ne? Nächste Haltestelle, Frankenstraße. Umsteigemöglichkeit zu U1 und zu den Buslinien. Wir wissen nicht, ob ein AMD Ryzen 7 oder wie der heißt. Genauso gut wie ein i9-Prozessor vielleicht von der Schnellleistung her. Sonst würde ich vielleicht AMD nehmen, was vielleicht günstiger kommt. Wenn ich mir doch mal einen gescheiten Gaming-Rechner zusammenbaue oder mal einen verbesseren. Aber das hat ja noch ein wenig Zeit, bis man mal ein wenig Geld hat, dann mache ich das schon. Mit den i7 oder beziehungsweise mit den AMD Ryzen wahrscheinlich. Können die alles in die modernen Dinger machen, oder TT3 ist am Blödsinn. Oder weißt du, dass die das anders verdient hätten? Schöne rote Signale oder was? Also was gehört jetzt Aufsitzplatz im Nachlaufen umstand regen und so? Das weiß ich auch nicht. Aber heute ist es jetzt nicht so schwierig dringend, wo man aussteigt. Was halt sowieso wegen ist, wenn jetzt ein kleines Mischzeug dann wird. Ich habe mir eh schon mal überlegt, ob man bei dem direkt mal vielleicht mit und auch mal was kauft. Dass man es außerhalb vom Internet machen kann. Weil ich glaube, wegen dem Fall, ich glaube, da hatte ich Versand. Thank you.
direkt auch innen drin was kaufen. Ja, kannst du. Nächste Haltestelle. Scheiße. Nächste Haltestelle, Christuskirche. Umsteigemöglichkeit zu Linie 6. Mit seiner Bierflasche da bei der Schiene läuft, wa? Nächste Haltestelle, Aufsitzplatz. Umsteigemöglichkeit zu U1 und zu Linie 6. Sie befinden sich in der Linie 5 in Richtung Tiergarten. Lieber.
kommt aber eine in 2 Minuten. Zur Not fahren wir die Station nochmal zurück. Eine Minute. Das ist der Ding, der biegt ab und der, wo St. Peter fährt, der fährt vorbei. Eieiei, Chaos. Ja, haben wir jetzt keine Lust. Gehen wir rüber. Der liegt jetzt mal von oben. Der Depot, der fährt vorne. Dafür haben wir nochmal eine Sanide jetzt erwischt. Die mit Außenschwenktüren. Das ist, ich sage nur unsere Nürnberger, die Außenschwenktüren, das ist das Lustige. Aber in der Station kann man jetzt auch schnell stehen. Ja, das haben wir jetzt mit dem Wichtiger. Erkennen. Ein bisschen lol. Das ist jetzt halt nicht so gut, weil wir jetzt wie der Fahrrad am Bord sind, der das sieht. Weißt du es ja, ne? Den gibt es noch mit dem speziellen Fenster. Hoffentlich erkennt man das. Nächster Halt, Flankenstraße.
Umsteigemöglichkeit zur Straßenbahn 5 und zur Busliste. Frankenstraße. Nächster Halt, Hasenburg. Hasenburg. Nächster Halt, Bauernfreistraße. Bauernfeinstraße. Nächster Halt, Messe. Nächster, Messe. Vorher please leave the train here.
Messe. Müssen wir jetzt immer bald herkommen wegen die Aufzüge? Sind ja auch nicht für immer. Nächster Halt, Langwasser Nord. Nächster Halt, Scharfreiterring. Scharfreiterin. Mitte raus oder Ring? Nächster Halt, Langwasser Mitte. Umsteigemöglichkeit zu den Buslinien. Steigen wir aus. Ja, da brauchen wir noch was vom Sender. Vom Sender brauche ich eigentlich nichts unbedingt. Ja, okay, genau, dann fahren wir mal wieder im Aufzug mal wieder hoch. Wenn ihr zufällig draußen hockt, schmeißt du mal schauen. Welchen Aufzug? In welchen Aufzug wollen wir nochmal aussteigen? Das habe ich wegen dir jetzt erst geschlammt hier, so. Warte. Langwasser Mitte. Haben Sie hier bei Langwasser Mitte auch so eine scheiß Hoffmann-Rolltreppe reingebaut? Geht immer gar nicht. Das regt mich auf. Hoffmann-Rolltreppe. Mhm. Nee. Nächster Halt, Gemeinschaftshaus. Thank you.
Akku hat auch noch gut durchgehalten, ja wunderbar. Ich hoffe, ihr hat es natürlich gefallen, dieser Mischmasch. Seid eigentlich fürs Zuschauen.